Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier in unserem Format Naturmedizin. Ich habe heute eine ganz besondere Dame da. Ich finde einfach, sie macht was unfassbar Wichtiges für die Gesellschaft, für Menschen, um hier einfach mal eine komplementärmedizinische Behandlungsweise bekommen zu können, die aber auch von Qualität ausgezeichnet ist. Es geht nämlich darum, dass wir in der Schweiz ein Register haben, das EMR-Register. Und mein Gast ist da, die Geschäftsleiterin davon. Und ich darf sie Ihnen auch gleich vorstellen. Bleiben Sie dran. Ja, und da sind wir wieder. Und jetzt darf ich Ihnen meinen Gast zeigen, die Françoise Löwe. Ganz herzlich willkommen, liebe Frau Löwe. Ja, es geht um dieses EMR-Register. Ich kenne das sicherlich auch schon, glaube ich, 10, 15 Jahre. Wie lange gibt es es dann schon? Also das EMR gibt es wirklich schon lange, seit 1999 gibt es das. Und die Abstimmung der Schweiz, dass die Komplementärmedizin aufgenommen werden sollte in Versicherungsleistungen, war 2009, die war 2009, ja. Und da wurde der Gegenvorschlag dann ausgearbeitet. Und ja, aber das Jahr, also die große Abstimmung war um 2009. Und da war ja noch dieses Hin und Her mit Herr Couchepin und Ruth Dreyfuss, dann ging das noch hin und her. Und dann im 17 war es dann soweit, dass die vier Richtungen, aber wir sprechen hier von einer ärztlichen Komplementärmedizin, in die Grundversicherung aufgenommen wurde. Ich habe danach immer bemerkt, dass das Volk eigentlich gedacht hat, die therapeutische Komplementärmedizin wurde auch, wir hätten über die abgestimmt, aber das haben wir damals nicht gemacht. Wir haben über die ärztliche Komplementärtherapie abgestimmt, dass die in die Grundversicherung kommt. Aber ich kenne einige Heilpraktiker, die im EMR drin sind, oder? Ja, aber das ist der Unterschied. Die vier, also diese großen vier Richtungen, die werden über die Grundversicherung rückerstattet. Das sind Leistungserbringer in der sogenannten OKP. Die ganze Leistungen, die unsere Therapeuten bringen und die auch rückerstattet sind, die sind im VVG-Bereich. Das heißt im Privatversicherungssektor. Und das ist nicht dieselbe Kasse und ist nicht dieselbe Versicherung. Das ist eben in diesem sogenannten VVG-Leistungen in den Privatversicherungsbereichen. Also Zusatzversicherung, nicht die Grundversicherung. Ja, okay, nicht aber, Grundversicherung. Ja. Aber Ärzten ist es die Grundversicherung, die komplementärmedizinische Sachen zahlt. Und da sind wir eigentlich in der Schweiz absolut herausragend in der Positionierung. Absolut. Ich meine, unsere Nachbarländer, ja, die beneiden uns um diese Situation, weil das ist ja nicht anders. Es ist ja in Deutschland nicht anders, es ist in Österreich nicht anders. Also, dass man sich Gedanken macht, dass man die Nutzung hat, auch von der Komplementär- und Alternativmedizin oder Erfahrungsmedizin, wie wir sie nennen. Und da sind wir absolut einzigartig, dass diese Leistungen rückvergütet werden. Ist sowieso so ein Thema, die Erfahrungsmedizin eines Mediziners finde ich ja unfassbar wichtig. Und eigentlich für mich gleichwertig wie zum Beispiel eine evidenzbasierte, wissenschaftlich fundierte Therapiemöglichkeit, meines Erachtens ist aber nicht so. Aber über unsere Abstimmung dazumals und die Aufnahme jetzt beim EMR ist es so, dass man solche Sachen abrechnen kann. Und da kann ich nur sagen, perfekt, echt cool, echt cool. Ich habe schon mit vielen Österreichern und Deutschen gesprochen, die sagen auch immer wieder, wir hätten das auch gern. Wir möchten auch komplementärmedizinische Behandlungen, aber dort gibt es das überhaupt nicht. Wenn, dann müssen sie selber bezahlen. Ja, ja. Das sind ganz andere Bewegungen da. In Österreich gibt es zum Beispiel die Energetiker, aber das läuft so, läuft ganz, ganz anders. Und in Deutschland wissen wir ja die Situation mit den Heilpraktikern und wie das läuft. Und da gibt es also so eine Rückerstattung eben nicht. Und das wird dann privat auch rückvergütet. Wow. Und um dieses System beneiden uns ganz viele. Also da sind wir wirklich Vorreiter und können da viel prägen. Und wir reisen auch ab und an in andere Länder, um unser System vorzustellen. Also jetzt als EMR auch. Ist es nicht irgendwie auch tragisch, dass immer noch so stark eigentlich Polaritäten bestehen innerhalb von Medizinern, dass die eine Gruppierung gegen andere kämpfen, statt einfach versuchen, gemeinsam zu agieren, statt einsam zum Wohle des Patienten? Dass so herausragende Therapiemöglichkeiten aus der Erfahrungsmedizin oder aus komplementärmedizinischen Sichtweisen teilweise belächelt werden. Ich spreche jetzt mal nur die Ernährung an.
Ich habe so viele Ärzte immer wieder hier, die lachen, wenn ich über Ernährung rede. Ja. Wenn ich mit Onkologen über Zucker spreche, dann lächelt er mich an. Mhm. Und das finde ich einfach, ist eigentlich schade, weil es gibt ja auch Wissenschaft dahinter, die ganz klar sagen, also Zucker bei Krebs, nicht ideal, oder? Ich denke, oder ich beobachte, dass sich an gewissen Orten die Dinge ein bisschen ändern. Dass die Sichtweisen, die verhärtet sind, dass man sich gegenseitig belächelt, kommt vielleicht auch, dass man es zu wenig kennt oder dass das alles einfach mit negativen Erfahrungen nicht ernst genommen wird oder dass man einfach Äpfel mit Birnen vergleicht. Also man hat ja nicht dieselbe Evidenz, besteht nicht, die ist nicht vorhanden. Aber was ich jetzt beobachte, ist, dass sich Dinge verändern, dass zum Beispiel, Sie haben vorhin die Onkologie gerade angesprochen, und es gibt Kliniken jetzt immer mehr, die wirklich die Interprofessionalität da spielt, dass sie auch integrative Ansätze absolut vertreten und dass sie sehen, es gibt dieses Add-on und das eine ist die Schulmedizin und es gibt die andere Begleitung durch Therapeuten, durch Therapien, die sehr wohl ein gesamthaft besseres Bild, eine bessere Heilung einfach herführen können. Mhm. Und da gehört auch die Ernährung dazu. Es sind andere Therapieformen, die man weiß mittlerweile, die sehr, sehr gut ansprechen und die solche Therapien einfach positiv begleiten. Und ich denke, diese Schulmediziner, wie auch die Komplementär- oder Alternativtherapeutin allen, die so zusammenarbeiten, erleben im Moment eine gute Erfahrung des Aufeinanderhören, des einander Akzeptierens, des Nutzens vom Gemeinsamen, wo sie einfach auch einen größeren Erfolg haben, schlussendlich für die Patientin, für den Patienten. Ist denn die Bereitschaft schon da, interdisziplinär zusammenzuarbeiten, oder ist es nicht vielmehr so, dass ein Therapeut, ein Arzt, ein Mediziner, ein Komplementärmediziner einfach sein Bestes gibt, aber nur das, was er hat, und viele, viele andere Puzzlesteine eigentlich noch außen vor gehalten werden, weil er sie einfach nicht weiß? Also nach der Abstimmung war ja auch, komme jetzt wieder auf die Abstimmung, war ja auch eine Aufgabe, dass zum Beispiel Lehrstühle erstellt werden müssen. Ja. Und so ist es, dass in jedem Lehrgang auch einen über komplementär alternative Methoden, dass da auch die Uni lehren sollte, oder? Zum Beispiel. Läuft das schon? Ja, das läuft schon. Ist natürlich wenn man das dann sieht, ist das natürlich in einem sehr kleinen oder geringen Bereich. Oder zum Beispiel, wir sind bei den Hebammen oder Physiotherapeutinnen, nur um jetzt ein Beispiel zu nennen, können wir auch einen Überblick geben, einen Teil geben, dazu ermuntern, irgendwie da sich da zu öffnen oder sich da halt eben diesen Einblick zu geben in diese Möglichkeiten der Komplementär- und Alternativmedizin. Das wird noch viel, viel mehr brauchen. Und ich denke, es gibt Ecken, da beginnt das, weil wenn man dann spricht, zum Beispiel, ich nehme jetzt ein Beispiel von der Geburt, dann wird das schon längst gemacht, dass die Hebamme dann kommt und zum Beispiel mit einer Nadel noch nachhilft oder irgendwie noch mit einer Therapie, also dazukommt oder so. Man ist sich nur nicht bewusst, es ist nicht bewusst, dass das aus ganz anderen Gebieten kommt. Oder jemand hat noch, ein Arzt hat da noch etwas dazu, oder es werden irgendwelche Kügelchen dazu verabreicht oder so. Das wird ganz viel eigentlich praktiziert. Aber wenn man dann fragt, arbeiten Sie schon so zusammen oder haben Sie irgendwie einen Austausch? Nein, haben wir nicht. Und wenn man dann genauer nachfragt, merkt man, ach doch, schon. Mhm. Aber ich glaube, es ist noch viel zu wenig, wird das einfach bewusst eingesetzt. Mhm. Aber ich möchte doch den Kliniken den Kliniken jetzt da nicht, die nicht nennen, die wirklich voll und ganz so schon arbeiten. Es gibt diese integrativen Kliniken,
die arbeiten wirklich zusammen. Die arbeiten Schulmedizin zusammen, Hand in Hand. Da gibt es diese Konzepte. Und diese Konzepte, die kommen und die müssen auch kommen. Ich denke, das ist die einfach die Zukunft, weil das die Menschen auch so möchten und die Entwicklung so hingeht. Uns einfach auch erfolgsversprechend ist. Ja, ich komme extra ein bisschen von außen rein, nach einer Richtung EMR, denn ich denke nach wie vor, dass das EMR eine unfassbar wertvolle Pflanze ist, die wachsen muss und wir sie eigentlich pflegen müssen, denn ihr seid so ein bisschen auch die Schnittstelle, die letztendlich die Qualität sichern kann und vielleicht irgendwann sogar in der Lage sind, maßgeschneiderte Therapeuten für individuelle Krankheiten eigentlich zu empfehlen, wo dann eigentlich viel umfassender ist. Also nicht nur ein Fokus, Ernährungsberatung, sondern wirklich für einen Krebspatienten die Chance hat, mit 5, 6 Therapeuten gleichzeitig zu arbeiten. Da könnte ich mir vorstellen, dass das wirklich ein Schritt in die Zukunft sein könnte. Was mir der Professor Christian Schubert, der Psychoneuroimmunologe, mal gesagt hat, er hat so viel Wissenschaft bewiesen, dass die Psyche einen Einfluss hat auf den Körper und umgekehrt und hat mir in der Sendung nur gesagt, aber er hat keine Lobby. Es wird noch 100 Jahre dauern, bis seine Erkenntnisse irgendwann Universitätslehren wird. Das glaube ich auch, aber die Komplementärmedizin ist da meistens sehr viel offener, habe ich so das Gefühl, und nehmen solche wissenschaftlichen Erfahrungswerte eines Schubert auf und setzen es um. Und da sehe ich doch sehr viel Pioniergeist. Ja, ich denke, wenn ich jetzt das sage mit der Lobby und halt dazu gehört auch Geld, ja. Meistens mit den Lobbys hat auch Studien werden, um klinische Forschung umzusetzen, gehört ja auch immer irgendwie recht viel Geld dazu. Und das ist so, wie ich das überblicke oder wie ich die Szene überblicke, ist es halt wirklich weniger vorhanden in dem ganzen Bereich. Es werden immer wieder Dinge aufgenommen und werden halt im kleineren Rahmen umgesetzt. Man braucht halt dann viel mehr Zeit für. So, oder man kann sich mit einem Lehrstuhl zusammentun. Ich merke, es ist schon eine Offenheit halt, oder ist schon eine Offenheit da, auch mitzuarbeiten, sich den klinischen, also oder sich den Forschungen oder Forschungsergebnisse zu produzieren oder zu liefern. Die ganze Sache ist dann, dass sie vergleichbar ist, ja, dass die Forschung, die seien dann vergleichbar, dass sie dann von der Schulmedizin oder eben von anderen Orten auch anerkannt wird. So. Mhm. Und ich denke mir, vielleicht muss man auch manchmal loslassen, dass man dasselbe oder dass man dieselben Forschungsdesign von der Schulmedizin hinübernehmen will und in der Erfahrungsmedizin machen. Weil vielleicht brauchen wir da einfach auch ganz andere Forschungen noch dazu. Halt vielleicht mehr im qualitativen Sinn oder anders. Einfach anders, dass man sieht, man kann das eine nicht gleich messen. Und ich glaube, solange wir immer wieder versuchen, das eine genauso zu messen wie das andere, weil das ist schon das ganze Setting ist zum Teil einfach anders, wird das immer auseinanderbrechen. Mhm. Aber Pioniergeist sehe ich auch viel. Mhm. Und ich glaube, das ist gibt es aber auch auf der anderen Seite. Ja, ich habe kürzlich einen Artikel gelesen von einer Klinik in Genf, glaube ich. Die schulen ihre Mitarbeiter darauf, dass sie keinen unbewussten Nocebo setzen. Da muss ich sagen, boah, sensationell. Ja. Also es verbreitet sich schon sehr viel Gutes. Ja. Aber jetzt kommen wir zu dem EMR. Ja. Ist das ein Verein oder eine Gesellschaft, eine AG? Wir sind eine KMU. Eine KMU. Wir sind eine, ja. Mhm. Und ihr seid so die Schnittstelle zwischen Therapeuten und Kasse, die eigentlich gewisse Dienstleistungen zahlen sollte. Und diese Schnittstelle sichert die Qualität der Therapeuten. Das heißt, nicht jeder Therapeut kann von euch aufgenommen werden und letztendlich abrechnen. Aber das ist ein ganz wichtiger Punkt für jeden Therapeuten. Ja. Denn ob er Patienten hat oder nicht hat, ist entscheidend. Wenn es der Patient selber bezahlen muss, wird es heikel. Wie könnt ihr denn die Qualität sichern? Welche Therapieformen werden überhaupt anerkannt von diesem Register? Also ich wage einen Schritt in die Vergangenheit.
Ja, dieses Register wurde privat gegründet und das war auf Wunsch von Versicherern, weil sie damals irgendwie nicht mehr vorn und rückwärts wussten, was sie noch erstatten sollten, was nicht mehr. Es war ganz sicher am Anfang zur Akquise, waren diese Leistungen gedacht. Ja, wenn jemand eine Versicherung abschließt, dann konnte er noch Leistungen in diesem Bereich bezahlen. Hat sich ja mittlerweile recht verändert. Auch die Wichtigkeit, auch der Anspruch von Kunden und Kundinnen, die möchten ein Produkt haben, dass sie in dieser Privatversicherungsbereich, dass ihnen gute komplementäre Leistungen gibt. Das sieht man jetzt auch in der Neugestaltung von neuen Produkten, die langsam auf den Markt kommen. Gut. Die Versicherung ist völlig frei, was sie rückerstatten. Weil also jede Versicherung ist frei? Jede Versicherung ist frei. Jede macht, was sie will? Ja, die haben ihre Versicherungsbestimmung und ob sie etwas rückerstatten oder so, sind sie frei. Das ist bei uns immer, also das muss man immer sagen, weil es ist der Privatversicherungsbereich. Mhm. Natürlich, also wir haben jetzt, zu Beginn waren eher über 240 oder 60 Methoden bei uns drauf. Mittlerweile sind wir auf 180 Methoden. Aber immerhin noch? Ja, aber wir sind immer mehr eigentlich am Reduzieren. 180 komplementärmedizinische Therapiemöglichkeiten, genau, wo im EMR drin ist und ihr das versucht in den Kassen zu platzieren, dass es bezahlt wird und anerkannt wird. Ja. Chapeau, gratuliere. Ja, aber natürlich kann die Kasse dann jedes Jahr frei wählen, welche Methoden wieder rausfällt. Wieder. Oder sie eben neu rückerstattet. Und jetzt mit der Berufsbildung sind natürlich jetzt diese Berufe, die haben wir sofort mit aufgenommen, weil wir haben ja jetzt eine sehr herausfordernde Situation, aber wir haben auch eine große Chance, dass wir dieses hybride System haben. Ja, wir haben diese Methoden, all die Therapeutinnen und Therapeuten, wir haben mittlerweile fast an die 25.000 Therapeuten, die Hausärzte in diesem Bereich und die sich jährlich fortbilden, ihre Arbeit da für die Qualität wirklich arbeiten und es ist dazu, ist jetzt die Berufsbildung da, dass es ja diese ODAs gibt, die Therapeuten jetzt in die Berufe führt. Also es ist wie eine hybride Situation. Ja? Jetzt gibt es dann langsam die Berufe und wir müssen gucken, dass die oder schauen, dass diese Therapeuten irgendwie da gut dahin kommen, dass es anschlussfähig ist, was wir da bringen. Und deshalb ist im Moment dieses, also ist die Methodenangebot natürlich noch größer, weil die Berufsbilder da auch abgebildet werden. Jetzt haben Sie gefragt, natürlich ist es wichtig, dass ein Therapeut, Therapeutin bei uns registriert oder zertifiziert ist, weil wir liefern die Daten an die Kassen. Das ist das Vertragsverhältnis, das wir mit dem Therapeuten haben, jedem Einzelnen. Mhm. Wir prüfen jedes Dossier einzeln. Das heißt, also Lebenslauf, aber auch die fachliche Kompetenz. Genau, einfach halt die Ausbildung, den Lehrgang, was noch dazugehört, die Patientenerfahrung, der unbescholten, Strafregisterauszug, also so als Berufshaftpflichtversicherung, so all das, was eigentlich gehört so zu der Patientenschutz ist bei uns zu oberst. Also diese Kriterien, die man uns auf der Webseite nachschauen kann, was braucht es dazu? Und es braucht eine abgeschlossene Ausbildung. Nicht irgendwo ein paar Kurse zusammengestückelt. Es braucht dieses abgeschlossene und eine Prüfung darüber, die diese Kompetenz dann auch ausstellt. Ja. Und einfach erwähnt, von diesen vielen Therapeuten, wir haben mit 3.000 Bildungsanbieter haben wir schon abgeklärt und ungefähr 20% sind ausländische Ausbildungen, die einem Schweizer Standard entsprechen müssen. Ayurveda aus Indien oder Fußreflex gibt es sehr gute Ausbildungen in Südafrika. Also es gibt da ganz viel, die Osteopathie, die ihre Strömungen von anderswo halt auch hat. Ja, das musste man halt alles mit berücksichtigen. Das müsst ihr alles, aber auch mal intern bei euch selber mal feststellen, da ist was Klassisches, super Gutes, wir müssen es prüfen. Und wenn ihr es dann für gut haltet, ist das ein Gremium, wo das entscheidet bei euch, wo das sagt, das ist jetzt ein Südafrika eine gute Fußreflex und wenn das ein Schweizer sauber ausgebildet ist, dann zahlen wir das. Oder empfehlen wir das weiter an die Kassen. Sie müssen also, es geht so, bei uns gibt jemand das Dossier rein und dann kommt das in die
in den Ablauf. Und dann wird verglichen, ist die, nehmen wir jetzt, nehmen wir die Fußreflexzonenausbildung. Und dann muss die unserem gängigen Standard entsprechen. Das muss, die Inhalte müssen da sein, der Umfang muss entsprechen, das muss einfach vergleichbar sein, ja. Und wenn es dann von dem Gremium oder alles da drin ist, natürlich haben wir eine riesengroße Datenbank, wir haben ganz viele vergleichbare, können die Daten abrufen, aber vergleichbare Daten, damit wir nicht einen Entscheid so oder so treffen, so. Dann, wenn es Fragen aufwirft, geht in diesem Gremium und dann wird der Entscheid gemacht, ja, wird registriert oder nicht. Und dieser Vorgang hatten wir ganz zu Beginn, haben wir das selber gemacht, weil die Szene hatte noch nicht so in die Worte gefunden, ja, konnte sich noch nicht so beschreiben. Jetzt im Zuge dieser Professionalisierung sind immer mehr Verbände da, ganz wichtige Methodenverbände, die sind elementar wichtig, diese Verbände, Berufsverbände, Methodenverbände, die auch die Standards definieren. Und da haben wir auch gelernt, loszulassen. Es ist auch zwingend, dass man die Definitionsmacht zwischendurch loslässt und sagt so, diese Standards werden jetzt zusammen ausgehandelt und die Qualität zum Beispiel erhöht, so dass es eben auch anschlussfähig ist an die an den Berufsabschluss, ja. So. Und wenn dann bei uns jemand registriert ist, dann geht das dann an die Kassen. Und wenn also sie dann ein Dossier, diese und jene Dienstleistung würdet ihr vom EMR anerkennen als hervorragend. Jetzt prüfen es die Kassen selber. Nee, die Kasse kriegt dann die Kasse macht bei uns eigentlich nicht auf die einzelnen Personen, sondern die Kassen, die Versicherer mittlerweile. Die machen auch bei uns eine Methodenauswahl. Die ist einsehbar. Auf unserer Website sehen wir die auch. Die können Sie auch alle immer wieder anschauen, was da vergütet wird. Da sind auch die Versicherer, sind alle aufgelistet, sind über 40 Versicherer und liegen, die auf uns referenzieren. Und die machen die Auswahl. Die treffen die Auswahl. Ja, Kreuz, wir zahlen zum Beispiel. Oder wir machen eine Leistungsrückerstattung zu Fußreflexzonen. Und dann werden die Therapeuten in dieser Nummer zum Beispiel rückerstattet. Mhm. Und wir liefern dann die Daten. Ja. Und wenn halt jemand nicht bei uns ist auf der Liste, wir haben noch Mitbewerber, dann kann es sein, dass er sich bei einem Mitbewerber bewirbt und dort versucht, eine Registrierung zu erhalten. Aber eigentlich ist es wichtig, dass ein guter Therapeut vielleicht 2-3 Zertifizierungen hat, oder? Dass er überall abrechnen kann, oder braucht es das gar nicht? Reicht er mehr? Ist das der Größte? Das ist immer schwierig, ja. Wenn Sie jetzt unsere Mitbewerber fragen würden, würden Sie sagen, nein. Mhm. Aber das muss jede Person selbst entscheiden, was für sie wichtig ist. Ich finde wichtig, dass es eine gute Zertifizierungsstelle ist, und ich würde immer drauf gucken, wie die prüft. Ob sie einfach anfangs ja prüft oder wie seriös die Prüfung ist. Und ich würde auch immer schauen, mit wem arbeiten zum Beispiel diese Zertifizierer zusammen. Wer referenziert auf sie oder was ist da? Und ich würde eigentlich immer auch gucken, wie werden die Standards ausgearbeitet? Arbeiten sie mit Methodenverbänden? Wie arbeiten sie mit den ODAs zusammen? Ich würde da schon gucken, oder drauf schauen, bei welchem Zertifizierer ich mich melden würde. Hört ihr manchmal auch kritische Sachen zu einem Therapeut, der bei euch registriert ist? Und dann prüft ihr ihn nochmals, geht ihr vorbei, testet ihn? Oder gibt es solche Sachen, dass man dann wirklich mal einen Therapeuten rausschmeißt aus dem EMR? Ein Leidesthema, ja, das gibt es. Gibt's auch, ja. Es gibt... Aber das ist ja gut. Ich meine, das gibt mir doch ein gutes Gefühl zu wissen, dass ich dann einfach, wenn ich mich an einen EMR-Therapeuten halte, weiß ich, dass ich hier Qualität habe. Ja. Also das ist auch unser Bild. Also ich meine, es wäre ja geschäftsschädigend, wir einen gewissen Teil registrieren wir gar nicht, weil sie nicht unseren Qualitätskriterien entsprechen. Also wir lehnen recht viele Therapeuten ab. Und das heißt natürlich dann auch, eine Existenz ist in Frage gestellt. Es gibt auch Therapeuten, die sagen, ich will mich nicht prüfen lassen, ich arbeite ohne jegliche Registrierungsstelle. Ist auch eine Möglichkeit, ist okay. So. Aber bei uns wirklich ein großer Teil wird nicht registriert, die halt wirklich dem nicht entsprechen. Und dann gibt es die Situation, dass wir das Label entziehen müssen. Ja?
weil zum Beispiel eine Kodexverletzung ist, eine Berufskodexverletzung ist. Und das wird jedes Mal, wenn die Fortbildungskontrollen, die werden ja jährlich gemacht, haben wir immer, sind wir im Kontakt mit unseren Therapeutinnen und Therapeuten. Und wenn wir da sehen, da wird zum Beispiel Heilversprechen werden gemacht oder es werden zum Beispiel von Therapien abgeraten oder es werden diskriminierende Äußerungen gemacht oder Abhängigkeiten ist auch sowas ausgenutzt und dann in verschiedenen Formen ausgenutzt. Und wenn wir davon halt dann die Klagen oder Anzeigen oder was auch immer haben, sanktionieren wir auch. Und da ist auch ein ganz klarer Prozess, der uns schützt, die Therapeuten schützt, aber halt auch die Therapeuten, die gut arbeiten, halt auch schützt. Ja. Ich sage ja noch was, ich bin ja total begeistert, dass Sie heute da sind und eben auch mal zeigen, dass es das gibt. Ich meine, die Schweizer kennen ja das, die Therapeuten zumindest, aber die Bevölkerung vielleicht noch weniger, dass es tatsächlich eine Zertifizierung gibt. Und deshalb ist es mir so wichtig, dass wir die Qualität hochhalten. Ich habe ja auch schon vieles gesehen in meinem Leben an Therapiemöglichkeiten, wo ich sagen muss, ist ja super, ist ja okay. Speziell aus der Quantenphysik, wo ja plötzlich eigentlich alles über das Bewusstsein machbar ist, das ist natürlich schon immer wieder ein bisschen grenzwertig, aber da kommt natürlich ein Riesenfeld von auch von Scharlatanerie im Namen der Komplementärmedizin daher und da macht es das ganze große, supergute Gefäß einfach kaputt durch solche Dinge. Genau. Und genau diese Pflanze soll ja wachsen und nicht kaputt gehen. Yeah. Und wenn wir sehen, wie die Heilpraktiker in Deutschland angegangen werden, wegen wenigen Ausnahmen wird plötzlich vielleicht ein ganzes Berufsbild kaputt gemacht, dann ist es einfach falsch. Und das ist schade, weil das ist wirklich schade und ich das finde ich auch und das ist auch das, was uns eigentlich auch antreibt, ja, und auch viele Auseinandersetzungen zu halten, viele Gespräche auch zu führen und dahin zu gehen, weil es ist eine gute Sache. Mhm. Und wir finden wirklich, es arbeiten so viele Menschen toll. Oder jetzt die ganze Berufsentwicklung, wenn man da sieht, die ganze, das ist halt noch in der Findungsphase, das ist noch nicht ganz fertig, aber so eine Berufsentwicklung, wenn man das schaut, wie lange das zum Beispiel bei den Schreinern geht oder Schreinermeister oder irgendwie, das braucht seine Zeit. Das ist wie ein Kind, das langsam ins Wachsen kommt und so in diesem Prozess sind wir da im Moment auch drin und das braucht seine Zeit und das braucht auch die Zeit, dass Fehler gemacht werden, also Fehler, dass wir einfach auch Schritte machen dürfen, ja, und ich finde das so toll, dass sich jetzt die Erfahrungsmedizin auch etablieren darf und ihren Platz bekommt und dazu brauchen wir alle einfach auch Zeit und so auch uns zu etablieren und in dem Gesundheit, es soll ein fester Bestandteil doch einfach werden in dem ganzen Gesundheitssystem und ich denke, es ist ein wichtiger Bestandteil, weil wenn man sieht von den Hausärzten, wie das immer weniger werden, die auch in diesem Bereich arbeiten, wenn man zum Beispiel mit der Union guckt, wie das rückläufig ist, es kommt eine große Arbeit auf unsere Therapeutinnen und Therapeuten zu und ich finde, die gut arbeiten, muss man doch auch schützen und stärken und vorwärts bringen. Das ist so ist wirklich auch unser Ding, dass wir das da unterstützen wollen. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass das natürlich so ein Register, wo eine neue Berufsgruppe eigentlich formiert und möglichst mit hoher Qualität versehen will, nicht nur Freunde hat. Ich glaube, die größten Freunde von euch sind die Patienten, die euch natürlich lieben, dass es die Komplementärmedizin gibt, die durch euch, dank eurer Qualitätssicherung auch von Kassen, eine Entschädigung kriegen. Aber ich glaube, dass es da ziemlich schwierig sein wird, sagen wir einerseits Politiker, auf der anderen Seite die Pharmazie, alle haben irgendwo Interessen und jetzt kommt hier ein berechtigtes Bild hier vor, was auch berechtigterweise bezahlt werden müsste. Also ich glaube, Sie müssen echt versiert sein in allem, was Sie machen und auch politisch korrekt sein, Pharmazie, schulmedizinisch korrekt sein, kassenkorrekt. Das ist eine Gratwanderung. Ja, das ist es. Also schon. Es ist zeitweise eine Herausforderung, weil
hat viel Freudiges drin, ist ja auch einfach ein neues Feld, man muss kreativ sein, so da drin. Ich denke, eine Herausforderung ist bestimmt, also ich meine, wer liebt schon Kontrollinstanzen? Nein, niemand. Niemand, nein. Ja, also das ist ja etwas, was wir alle irgendwie, nein, ich will nicht kontrolliert sein oder so. Oder wenn man Nein sagt zu irgendetwas, das mag man ja eigentlich nicht. Ne? Und daher ist es sehr wichtig, wie man das macht oder dass man vergleichbar macht, dass man nicht willkürlich entscheidet. Das ist für unsere Mitarbeiter auch sehr, sehr wichtig, auch für uns, dass wir die Entscheide vergleichbar machen. Also wir haben Riesendaten hinten dran, dass wir die Entscheide nachvollziehen können, dass wir die Entscheide gleich fällen, dass alles so, dass es nach unserem Kodex ist, dass alles irgendwo festgehalten ist. Also man wird, man wird schon oft angegangen, so. Aber ich denke mir, wenn man dann in die Diskussion eingeht oder da auch ist, erntet man auch oft Verständnis oder man kann die Seite der anderen verstehen oder man kann sich da auch eben zeigen, wieso das eben so gemacht wird. Und und das andere ist auch einfach ein strategisches Überlegen, Denken. Was ist jetzt wichtig? Wer muss sich jetzt irgendwie wie zusammentun? Was würde Sinn machen? Und auf Gruppierungen vielleicht zugehen, die einem vielleicht jetzt nicht gerade so mochten, auf Anhieb hin. Und man muss auch viel Brücken bauen. Zu Beginn war man irgendwie die so in diesem Trias. Versicherer, Sie haben das vorhin auch aufgezählt, so Trias, Versicherung, wir und die Therapeutin, Therapeuten. Jetzt ist es mehr aufgegangen. Wir bauen auch Brücke zwischen den verschiedenen, von der Schulmedizin, um das noch so zu sagen, zur Erfahrungsmedizin, zu Bundesstellen, zu Kantonen, aber auch zur Öffentlichkeit. Wir haben seit kurzem haben wir unsere Therapeutensuche aufgeschaltet. Also diese 25.000 Therapeuten finde ich über eure Homepage. Ja. Wow. Das haben wir lange nicht gemacht gehabt. Also und jetzt haben wir wenn ich das so sagen darf, Therapeutensuche, www.emr.ch, da ist unsere Therapeutensuche und das bieten wir mit unserer Zertifizierung, dass die Therapeuten da erscheinen mit den Methoden, die sie bei uns registriert haben. Mhm. Und es ist so ein Basic, es gibt so ein kleines Profil, das gehört dazu. Und dann gibt's noch ein Business-Profil, da habe ich natürlich noch die Möglichkeit, andere Dinge einzubinden. Aber wir haben uns damals so entschieden, dass wir nicht alles abschneiden, wie so üblich in diesen Portalen, sondern wir wollen eigentlich für den End-User das beste Ergebnis eigentlich bringen. Also mit diesem Basic-Profil kann sich der Therapeut, die Therapeutin eigentlich gut darstellen. Also wenn ich jetzt genau wieder bei der Fußreflexzonenmassage bin, kann ich auf dieses Register gehen und dann finde ich eigentlich auch genau den Therapeut, der das anbietet in meiner Region. Genau. Das ist natürlich schon cool. Und dann können Sie noch wenn Sie Glück haben, und das sagen wir immer, sagen wir immer, es wäre ja noch schön, weil wir haben eine Umfrage gemacht und wir haben gesehen, dass es einfach total wichtig ist, dass die Therapeuten zum Beispiel ein Bild von sich reinhaben. Irgendwie sprechen die Menschen halt auch Bilder an. Ist so. Und wenn irgendwie so ein Icon ist mit irgendwie so einem Kopf, ist das nicht so sehr ansprechend. Ja. Aber sonst finden sie das, ja. Und das füllt sich langsam. Und was jetzt toll ist, dass verschiedene Versicherer genau diese Suche mandantengerecht, also mit den Methoden, die sie anerkennen, als ihre Therapeutensuche genommen haben. Und das freut uns natürlich sehr, damit wir sehen, okay, es gibt Versicherer, die sagen jetzt, wir wollen für diese erfahrungsmedizinische Suche oder KAM-Suche, wir setzen da auf diesen Guide und dann haben unsere Patienten oder unsere Kunden eben die direkten Zugang zu diesen Therapeutinnen und Therapeuten. Sie können da die Terminbuchung einbinden, sie können direkt dann buchen und wären eigentlich in dieser ganzen Journey mit drin.
So. Und das ist toll. Es kommen da eigentlich immer mehr Anfragen, auch von Liegen oder von anderen Stellen, die diese Suche bei sich einbauen wollen. Und das finden wir toll auch. Oder ich freue mich sehr für unsere Therapeuten und Therapeuten, die wirklich auch, man muss sehen, seit Jahren bilden die sich fort. Die sind bereit, auch, ja, was für die Qualität zu machen, zu investieren, und die wollen auch die ganze Erfahrungsmedizin vorwärts bringen, die ganze Berufsbildung, alles, da ist so viel Arbeit geleistet worden, und das ist so etwas, was wir gedacht haben, da können wir einfach helfen, mit der Öffentlichkeit da dazu zu kommen oder unterstützen. Vielleicht noch etwas zum Ablauf. Die Zeit ist schon lang durch. Ich ziehe jetzt durchs durch. Wir machen eine Doppelsendung, einfach noch so für das innere Gefühl. Ich habe nämlich noch ein paar Fragen. Sie haben vorhin noch gesagt, ihr sammelt unfassbar viele Werte, Tabellen, Statistiken und liefert das ja auch uns unter anderem ans Bundesamt. Das ist ja einer, diese Statistiken sind ja Gold wert, und die zeigen doch in aller Deutlichkeit, A, die Komplementärmedizin ist gefragt, und B, sie ist erfolgreich, oder? Ja, also da muss ich jetzt in Teilen antworten. Ja. Wir haben jetzt gerade, also wir hatten früher schon mal eine Umfrage gemacht oder eine Studie gemacht. Das war mehr so ein mit zwei Unis zusammen, das war mehr so mal die Welt abfragen. Wer ist irgendwie wo? Weil in dem Bereich wurde nicht sehr viel großflächig geforscht. Ja, es gibt immer wieder kleinere Studien, aber die halt auf spezifisch zum Beispiel Bruchkarzinom irgendwo und dann eine Therapieform oder so. Aber irgendwie so groß wurden die nicht angelegt. Und jetzt haben wir das KAM-Barometer gestartet. Das ist die größte Umfrage, die wir haben gesagt, wenn nicht wir, machen diese. Und die haben wir diesen Sommer gemacht, und das war ein riesengroßen Panel. Also die haben wir in Auftrag gegeben, und da haben wir gesagt, erfahrungsmedizinisches Register. Es gibt so wenig Evidenz. Wir fragen nach den Erfahrungen nach. Wir fragen, was nutzt oder was hält Herr und Frau Schweizer zu Erfahrungsmedizin? Wie wird die genutzt? Und das haben wir dann gemacht. Und? Das war spannend. Über 3/4, also über nutzt Komplementär und Alternativ. 75% der Schweizer? Nee, sind 68% so ungefähr. Mhm. Ich kann Ihnen dann die Studien gerne zustellen. Nein, das ist schon gut. Dann haben wir gesehen, also das ist aber viel, oder? Ja, das hat mich überrascht. Ich wusste aus anderen Befragungen, dass die Person oder dass die Nutzung hochgeht, dass sie auch hochgeht, und dass vor allen Dingen bei Menschen, die irgendwie mit höherem Bildungsgrad das mehr nutzen, so solche Sachen habe ich gesehen. Aber jetzt wurde es breit gefragt. Wie viele Personen haben damit gemacht? Wir haben an die 7000 gefragt. Also sie ist repräsentativ. Ja. Ja. Gut. Und dann haben wir gefragt, also wie nutzen Sie? Waren Sie enttäuscht? Hat es geholfen? Haben Sie noch Nachbehandlungen gehabt? War es eine Add-on-Behandlung? Also wir haben sehr viel einfach solche Dinge gefragt, die uns interessiert haben. Haben Sie über eine Zusatzversicherung gemacht? Haben Sie selbst bezahlt? Also ganz viele Daten. Es war sehr spannend, dieses Ergebnis zu sehen. Oder wir haben gefragt, wie sind Sie überhaupt dazugekommen zu Ihren Therapeuten? Wo holen Sie sich die Leistungen ein? Wie holen Sie sich die Empfehlungen rein? Und weil das will, oder haben wir dann auch unseren Therapeuten zur Verfügung gestellt und gedacht, nutzt diese Sachen, merkt diese Sachen. Also das sind ja Dinge, die man dann auch aufnehmen kann. Ja. Und was waren dann die Auswertungen darüber? Die Auswertungen waren Mund-zu-Mund-Propaganda. Ja. Sie gehen über die Suchen, viele gehen über das Internet, über so Suchen. Das ist noch. Die meisten waren die wenigsten, nur, glaube ich, unter 10% waren enttäuscht. Aber 90% zufrieden? Über die meisten waren zufrieden. Mhm. Waren zufrieden, und es gab auch die dasselbe nochmal machen würden, dieselbe Therapie nochmal machen würden. Andere haben gesagt, ich brauche nicht mehr, weil es ist gut jetzt. Und dann hat man gefragt, ja, haben Sie dann was geändert? Und die meisten haben ihren Lebensstil geändert. Mhm. Ernährung, Bewegung, Stress, oder was wir wahrscheinlich alle kennen, dass es manchmal einen Anstoß braucht. Klar. Und anscheinend gibt es da viel
einfach auch Anregungen in diesen Settings. Und das haben wir schon in der letzten Studie gesehen, dass vor allem das Setting halt was ganz Wichtiges ist. Aber da kommt mir jetzt ein bisschen auch hervor, dass man genau, dass diese Erfahrungsmedizin einfach mehr Zeit hat für den Patienten, um auch mal solche Sachen zu sagen wie Ernährung und Bewegung und Stress. Ja. Weil das kommt ja sehr häufig wirklich zu kurz. Aber diese Auswertungen sind da, die Ergebnisse sind da, 7000 Umfragen, das müsste doch eigentlich auch ein bisschen repräsentativ sein für die ganze Schweiz, aber auch für eine, ich sage mal, für eine Politik dahinter. Ja, also ich denke, wir streuen das, wo das geht. Wir kommunizieren. Steht der Topfen hüllt den Stein. Ganz genau. Wir werden die, wir werden natürlich diese Umfrage wiederholen. Das ist klar. Mhm. So, dass wir sie auch vergleichbar machen können, dass wir eine Entwicklung zeigen können. Also es wurde von den Verbänden, es wurde auch aufgenommen, die Argumentation, es stärkt natürlich auch Argumentation, das ist klar. Und die nächste Frage war natürlich auch, warum sind Sie dann dahin gegangen, was mit welchen, das haben wir auch noch abgefragt, was waren denn, das sind so die üblichen Sachen, Nacken, Verspannungen und. Wir haben noch die Sache mit den Kindern. Die Eltern haben gefragt, behandeln Sie Kinder und lassen Sie Kinder behandeln, wann gehen Sie und wie. Und das ist jetzt das nächste Projekt, aber auch dran gehen. Da hatten wir einfach noch eine große Streuung in der ganzen Sache und da werden wir uns vertieft jetzt wieder weiter dahinter begeben. Diese Aussage. Beeindruckend. Ich denke, genau, so eine Umfrage hier im Fernsehen an alle Zuschauer, ich glaube, da würden auch viele mitmachen, einfach um ihre Sichtweise mal darzulegen, um eine gute Sache auch zu unterstützen mit ihrer persönlichen Meinung. Also bin ich voll dabei, jederzeit, sehr gerne. Ja, wir nehmen das ab. Es ist natürlich, wir wollen natürlich damit auch zeigen oder aufzeigen, dass halt die, dass es nicht nur immer, also oder dass, wenn jemand irgendetwas braucht oder eine Leistung haben will, dass es zu Beginn in diese Triage einfach auch gehört. Oder es ist auch so meine persönliche Meinung, wenn ich irgendwo hingehe, dass man sich einfach davor zumindest informiert fühlt, was gibt es für Wege, welche will ich einschlagen, ja, um nicht erst irgendwann, du kannst vielleicht noch Akupunktur oder irgendwas machen, so dass ich einfach weiß, dass ich informiert, es geht ja um die Information auch, dass es verschiedene Dinge gibt und so. Mhm. Und ich denke, da müssen wir haben noch viel zu tun in dem Bereich, einfach Ergebnisse zu bringen und zu liefern. Und ich glaube, das ist aber auch etwas, was die Erfahrungsmedizin oder die ganze Szene, ist vielleicht ein falsches Wort, es fällt mir jetzt gar nichts anderes ein, aber so diese ganze Gruppierung halt sich vermehrt noch sagen muss, man muss auch noch Ergebnisse bringen. Also so sich zusammentun und halt sagen, okay, wir bringen halt auch, wir zeigen halt auch auf, wie in, halt in der Form, die halt für diese Gruppierung stimmt. Oder so bringen wir halt auch unsere Leistung ein, wenn wir vom System auch profitieren. Und in keiner Art und Weise in Konkurrenzform, sondern in ergänzender Sichtweise. Genau. Sage ich auch immer wieder. Ja. Ich möchte das Wort Erfahrungsmedizin mal ändern und denke, genau das, was ich jetzt gerade aus diesen Statistiken gehört habe, wo die Leute verändert haben, jetzt kommen wir eigentlich in eine Präventionsmedizin hinein. Ja. Und die vermisst sich hier eigentlich nach wie vor sehr deutlich. Von der Aufklärung her schon, von Kind her auf, statt wo mit Fastfood gearbeitet wird, mit Zucker gearbeitet wird, mit müssen wir gar nicht alles auflisten. Aber hier fehlt meiner Erachtens auch eine Aufklärungsmedizin, die eigentlich schaut, dass das Volk gesund bleibt. Wir hatten jetzt eine schlimme Situation über einen Erreger, wo sich aber auch viele Leute wieder die Gedanken machen, sagen, wieso kämpfen wir nur gegen den Erreger? Es gibt ja auch ein Milieu. Die Epigenetik sagt ja das zum Beispiel auch. Und dieser 200 Jahre alte Streit ist ja eigentlich auch zugunsten des Milieus ausgefallen. Und wir reden immer noch über Erreger. Präventionsmedizin heißt für mich eigentlich, ein Milieu zu schaffen, dass der Mensch möglichst optimal gesund bleibt. Was kann man da noch vorantreiben? Was sind eure Bestrebungen hier in diesem Bereich? Also wir haben jetzt in diesem Bereich
ich bleibe jetzt einfach bei uns und unserer Methodenliste. So. Mhm. Ich denke, es braucht einen Paradigmenwechsel auch da drin. So, wir haben jetzt bei unserem letzten Methoden, bei unserem letzten Methodenangebot, haben wir eine Methode auf die Methodenliste genommen, die sich eigentlich so fließend in die Prävention bewegt. Die setzt bei Beschwerden an und wie ja, glaube ich, viele. Ja, leider. Wir lernen ja nur das Leid. Eben. Leider. Aber das ist ja da, wo man auch sagt, und die ist sehr evidenzbasiert, weil sie auch viel aus dem Sport kommt. Und Sport ist halt, hat halt immer schon viel mit Forschung zu tun gehabt. Sportforschung steht halt teilweise woanders. Und mit den nicht übertragbaren Krankheiten, zum Beispiel weiß man ja, man hat sehr stark Einfluss. Das ist ja jetzt nicht irgendwie, weiß nicht woher geholt. Man weiß, man hat mit Ernährung, Bewegung, so hat man Einfluss auf die größten Kostentreiber eigentlich. Depression, Diabetes, Herz-Kreislauf, Adipositas, mit sehr eigentlich Dingen, die man in der Hand hat. Was es da ist, dass es ja auch Betreuung braucht. Und so ein Angebot haben wir jetzt auf die Liste genommen, ganz klar abgegrenzt und beschrieben, wie das da drauf ist. Und haben das mal hingestellt und gesagt, das wäre was wir gut finden, was wir gut recherchiert haben, was wir gut auch angeschaut haben. Und das setzt im Kranken meist an und geht dann hoffentlich ins Gesunde rüber und so. Und das war sehr spannend in der Methodenauswahl, die Gespräche, dass wir hatten, dass ganz viele Versicherer sehr, sehr interessiert sind an diesem Gedanken auch in diese Prävention zu gehen. Ich glaube, es teilen ganz viele diese Gedanken. Ja, aber sie sind noch gefangen halt in der Gestaltung der bisherigen Produkte. Und ich glaube, bei einer Neugestaltung von Produkten kann das zum Thema werden. Und ich glaube, es muss auch zum Thema werden, dass man mehr in der Prävention auch ansetzt. Es wird ja für alle billiger, letztendlich, bis hin zu der Kasse, die letztendlich weniger Leistungen zahlen muss. Ich denke, für uns alle. Und ich finde das persönlich, ich kann da nicht für die Kassen sprechen, ich kann nicht für andere Stellen sprechen. Ich persönlich finde auch, dass es da ein Umdenken braucht. Ich finde, es braucht aber auch ein Umdenken von uns allen, dass wir Verantwortung übernehmen und da, wo wir was tun können, dies auch aktiv tun, so dass wir einfach viel früher uns auch nicht nur bewegen, sondern dass es uns auch viel früher für uns wieder wahrnehmen und nicht alles nach außen delegieren. Es ist unser Leben und unser Ding. Es muss nicht immer alles. Wir hätten eigentlich Informationen und könnten da auch was tun oder da uns halt auch unterstützen lassen, wo es halt ein bisschen so, wie sagt man, es kommt mir nur im Dialekt auf den Sinn, wenn man sich so von der Couch irgendwie bewegen lassen soll oder so einen leichten Stupser, dass man sich bewegt oder so. Aber ich denke, es wäre ein wichtiger Anteil, mehr in diese Präventionsgedanken reinzugeben. Wir haben es jetzt mal gesät, mal ins Universum gestreut. Ist es eigentlich auch denkbar, dass so ein EMR-Register irgendwann auch einmal so als Pilot in Deutschland oder in Österreich so starten könnte, wo eigentlich als wichtige Gruppierung Qualitätssicherung der komplementärmedizinischen Leistungen wirklich auch gegenüber Österreich oder gegenüber Deutschland diese Aufgabe erfüllt, wie jetzt bei uns in der Schweiz? Gibt es solche Bestrebungen schon? Ist das denkbar, dass es kommt? Da fragen Sie mich. Das kommt sehr stark auf die politischen Situationen in den anderen Ländern an, so wie die jetzt sind. Also es sind immer wieder Anfragen da, Gedanken da. Mhm. Wir sind auch mit einem Teil von Hammer in Österreich, aber auf einem ganz anderen Gebiet, also überhaupt nicht. Nicht so. Natürlich auch in der Komplementär- und Alternativmedizin, aber in einer ganz anderen Form, weil das ist nicht zu vergleichen. Das ist wirklich nicht zu vergleichen. Ja, da müsste sich viel, viel ändern. Wir hatten einfach das Glück, dass wir noch eine Demokratie haben, dem Sinn, dass wir noch eine Volksabstimmung dazu machen durften. Oder? Genau. Und dann einen Gegenvorschlag annehmen und wieder und so. Also einfach unser System war da uns sehr gut
gewählt. Da haben wir wirklich Glück gehabt. Das ist toll. Und ich glaube, dass wir als Vorreiter gehen für viele, hoffentlich doch. Darf ich noch was zusammenfassen? Mhm. Also wenn jetzt ein Zuschauerin oder ein Zuschauer wirklich irgendein gesundheitliches Problem hat, aber es eigentlich gern über Komplementärmedizin angehen lassen will, dann wäre die Person gut beraten, sich zuerst zu schauen, welcher Therapeut ist diesbezüglich auch vom Qualitätslabel her auch qualifiziert dafür. Und das heißt jetzt nicht, dass ein anderer, der es nicht hat, nicht qualifiziert wäre, aber ich meine, wenn er ja es von euch nicht qualifiziert lässt, ist es ja auch fraglich schon, oder? Also wenn ich jetzt Therapeut wäre, ich meine, ich würde ja schauen, dass es meine Patienten möglichst einfach haben, zu mir zu kommen. Und das ist ja erst dann gegeben, wenn ich ja wirklich diesen EMR-Status habe, oder? Ja, aber eben, es gibt wirklich solche, die sagen, sie existieren ganz frei, ohne Label und sie haben ihre Praxis voll und alles. Und da würde ich mir jetzt nicht anmaßen, irgendetwas über eine Qualität zu sagen. Genau, wer heilt, hat auch recht. Ist für mich auch so ein wichtiger Punkt. Also, und das würde ich nicht. Wir haben jetzt einfach dieses System und die halt Leistung beziehen wollen oder das anbieten wollen, bei uns finden sie einfach die qualifizierten Therapeuten, die nach unseren Kriterien da qualifiziert sind. Ja. Noch was zur Therapeutensuchliste. Wo finde ich die genau? Also Sie können in www.emr.ch die Therapeutensuche. Ah, okay, dort. Und dann können Sie nach Methoden suchen oder Sie können nach Therapeuten suchen, so einfach in Ihrer Umgebung. Was Sie noch nicht suchen können, ist, was tue ich bei einem Knieschmerz oder so. Kommt das auch noch? Das ist Zukunftsmusik. Ah, das ist nämlich echt cool. Ganz wichtiger Punkt, ja. Okay. Aber wissen Sie, das ist, wir haben sehr viele Mitbewerber, die irgendwas zum Teil oder das ist ja eine heikle Sache. Das muss man auch geschützt erfragen. Aber jetzt kommen wir genau zu meiner. Am Anfang habe ich ja lang herumgewurschtelt. Und jetzt kommen wir genau zu dem Punkt. Wenn ein Knieproblem da ist, muss ja nicht unbedingt das Knie sein. Es kann ja auch das Milieu sein. Es kann irgendein Mineralmangel sein. Es kann so viele Dinge sein. Und wenn man jetzt bei euch auf Knie klickt und letztendlich 5, 6 Therapeuten haben, die das umfassend ganzheitlich angehen, dann hätten wir, eine unfassbar tolle Geschichte daraus. Dann bin ich als Konsument in der Lage, plötzlich zu wissen, es gibt 6 Wege, mein Knie in Ordnung zu bringen und ich entscheide mich für 1, 3 und 5 oder ich mache alle 6. Aber irgendeine Fachstelle muss mir das vermitteln, dass es so viele Möglichkeiten gibt und nicht nur die orthopädische Operation, ein neues Knie reinzuhauen. Ja. Da hatte ich kürzlich auch einen Arzt mit Goldimplantaten, was der ja machen kann, um Knieoperationen zu verhindern. Man dachte, das ist ja unfassbar. Aber das muss ich ja irgendwie erfahren als Betroffener. Ja das wäre ja natürlich wunderbar. Das wird auch überall irgendwie, ist natürlich das. Das interessiert einem ja auch. Und ich habe aber Sie haben gefragt, wie wird ein Therapeut und Therapeutin empfohlen? Mund-zu-Mund-Propaganda. Ich glaube, das kennen wir alles. Ja, ja. Du, ich habe ein Problem. Versuch doch mal das und das oder so. Oder ich hatte es an der Schulter. Ja, dann geh doch mal zu dem und dem. So. Und es gibt Portale, die machen das jetzt schon, wo das gesagt wird, hast du Knieschmerzen oder hast du irgendwie so. Wir würden das gerne in der ähnlichen Ernsthaftigkeit dann bringen, so wie wir jetzt die Umfragen auch gemacht haben. Großartig, wirklich sensationell. Wo dann vielleicht sogar ein Ernährungsberater noch drin ist, wo letztendlich auch die Übersäuerung und einbezieht. Das ist dann wirklich 2.0, das ist ja unfassbar konsumentenfreundlich. Das braucht einfach auch eine gewisse oder braucht eine gute Konzeption, damit es auch seriös ist. Ja, klar, es müssen auch Schulmediziner einbezogen werden für das Knie, oder? Unbedingt, ja. Also eine ganzheitliche Geschichte. Also da freue ich mich darauf. Wenn das steht, müssen wir noch was darüber reden. Und bei Umfragen, wie gesagt, bin ich sofort dabei. Es interessiert mich ja auch, was die Zuschauer so denken. Und wenn das gleich dann irgendwie auch statistisch ausgewertet wird, nach Alter, Geschlecht und, dann ist das natürlich echt cool. Liebe Frau Löwe, Sie haben mir eine große Freude gemacht.
danke für die Ehre, dass Sie gekommen sind und den EMR mal vorgestellt haben und gezeigt haben, dass wir echt glücklich sein dürfen, wir Schweizer, dass wir das haben, einen EMR und eben auch die Verfassung dazu, dass es bei uns möglich ist, komplementärmedizinische Leistungen zu genießen. Vielen Dank für die Plattform. Danke für die Einladung. Gerne. Danke herzlich. Und Ihnen auch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, auch wenn noch viele Deutsche und Österreicher heute zugeschaut haben und ein bisschen ein trauriges Auge dazu hatten, ist halt so, ich kann es leider auch nicht ändern, aber auch ihr in Deutschland und Österreich habt unfassbar tolle Komplementärmediziner, was halt einfach nicht immer alles über die Kasse abgerechnet werden kann, das ist halt leider Gottes so. Aber wir in der Schweiz können da echt glücklich sein und jetzt wissen wir auch, dass es so Qualitätslabels eben auch gibt und es ist sicher sehr wertvoll für uns alle, dass wir das einfach mal zur Kenntnis nehmen und je nachdem, wenn es auch wichtig für uns ist, dass eine Leistung von der Kasse bezahlt wird, dass wir darauf achten, dass unser Therapeut, wo wir hingehen, auch entsprechende Qualifizierung, Qualitätsstandards oder eben dieses Label auch wirklich hat. In diesem Sinne, alles Gute, danke fürs Zuschauen und auf Wiedersehen miteinander.